Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Persona 5 Royal. Ich bin es, MC Mafix. Wir machen das, wie wir eigentlich jeden Part immer beginnen, uns erstmal ins Bett legen. Wir haben ja ein interessantes Gespräch mit Lavenza gehabt, die uns hier gesagt hat, dass die wirkliche Welt mit der von Marokis bald zusammenschmilzt und wir das verhindern müssen. Ein Monat haben wir noch Zeit, bevor, ja, diese Welt, wie wir sie kannten, ausgelöscht wird durch Marokis neue Existenz. Schauen wir mal, morgen gehen wir in den Dungeon von Maroki und ich denke mal, dann ist es Zeit, mal mit dem Doktor hier abzurechnen. Auch zu mir hat sich jetzt uns hier angeschlossen, so wie es aussieht. Hat sich hier entschuldigt für die Taten und natürlich auch Akerzi. So, und er ist auch wieder im Chat, das freut mich doch. Wir geben uns heute zum Palast, ja? Gute Idee, würde ich sagen. Wobei wir nichts überstürzen sollten. Ja, wirklich. Wenn wir irgendwas erreichen wollen, müssen wir hier rauskommen. Okay, machen wir das so, Chef. Wir sollten vorsichtig sein. Ja, verdammt, wir packen das. Wir sollten uns in dem Fall nach der Schule im Versteck treffen. Okay. Endlich wieder mit meinem besten Freund Akechi. Ja, Yoshi, sollen wir die Tima auch mitnehmen? Jetzt ist sie schon wurscht. Jetzt ist sie schon mit dabei. So. Ah, ich dachte schon wieder für eine Sekunde, dass ich mal wieder normale Abenteuer machen kann. Hm. Offenbar sind alle hier. Fangen wir an. Der 3. Februar ist die Frist für Dr. Maroki. Wir sollten endlich seinen Schatz suchen. Und diese Frist ist für uns alle verloren. Das haben wir ja verstanden, oder? Hm. Bis zum 2. Februar müssen wir also eine Route gefunden haben. So kann man das auch angehen. Schön, dass du daran gedacht hast. Ja. Na klar. Es wäre gut, unsere Route bald festzulegen. Wir müssen aber bedacht handeln. Wir wissen nicht, was passieren wird. Ja, Dr. Marokis macht es fast wie die eines Gottes. Ich bezweifle, dass alles glatt über die Bühne geht. Wir müssen vorsichtig sein. Very well. Let us go. Wird schon, oder? Oh, it's... Hello, everyone. You're going to fight Dr. Maroki, yes? Please, take me with you. But... You can't go in dressed like that. Please? I'm done running away. I can't keep relying on people, like Senpai. I want to live life as Sumire. Color me impressed. Looks like she'll do just fine here. Thank you. In that case, we gotta come up with a code name for you. A what now? It wouldn't be right if you were the only one going by your real name, you know? Oh, you're right. Joker, got any suggestions? Oh, that's right. Sumire in English is Violet. Yeah, that sounds awesome. Violet. Yes, let's go with that. Excellent. Now remember, everyone, Violet, not Violent, Violet. Yes, thank you for clarifying. I am surrounded by absolute fools. Are we done? We should probably get moving. I know, jeez. Come on, Violet, let's roll. Yeah. Also, was sollen wir jetzt tun? Zuerst sichern wir eine Route zum Schatz, bevor wir wählen können. Okay, ach Leute, Mann, ich würde so gerne Akechi eigentlich mitnehmen, aber das wird nichts. Hier gibt es eine verschlossene Sicherheitstür. Das sieht nach dem besten Ansatz aus. Allerdings empfange ich einige seltsame Signale von den Schatten, also seid vorsichtig. Ja, komm, das machen wir jetzt. Also, erstmal Velvetorum. Na, Lavenza, wie geht's denn so? Also, ich würde so gerne Akechi eigentlich mitnehmen, weil Akechi natürlich wahnsinnig verrückt ist und das taugt mir. Aber ich meine, alle Gegner machen Lichtattacken oder haben Licht der Schwäche. Es ist echt doof. Welcome to the Velvet Room. I have been waiting. Der Zustand deines Herzens spiegelt sich im Velvet Room wieder. Der Raum hat sich verändert, weil dein rebellischer Geist sich nun gegen das Wesen richtet, das die Zukunft bestimmt. Indeed. Ein starker rebellischer Geist muss sich ebenfalls auf dein Aussehen ausgewirkt haben. Und dieser Geist eröffnet dir ebenfalls eine neue Möglichkeit. Möglichkeit? Denn dein aktuelles Ich sollte neue Personas vereinen können. Nutze dies gut, um dem Verderben zu entgehen. Very well. Wir werden dir auf deiner gefahrenvollen Reise weiter zur Seite stehen. Und jetzt zu deinem Geschäft.
Liebe Leute, es ist endlich soweit, Mann. Ich will bei den Godlike Yoshi Tune machen. Also, sparen wir. Weil dann haben wir das Spiel gewonnen. Dann müssen wir eigentlich nicht mehr kämpfen. Dann können wir einfach nur noch chillen und abwarten. To the Velvet Room. Jetzt haben wir den richtigen Igor, aber das Traurige ist, das ist trotzdem nicht mein Igor, weil der eine andere Synchro hat und das taugt mir gar nicht. Das taugt mir sowas von gar nicht. Also, jetzt muss ich, glaube ich, Mara mit Moloch. Genau. Und dann muss ich jetzt Fafnir draus machen, den Drachen aus der Nibelungensage. Also, unsterblicher Zorn braucht er, genau. Wichtig ist, das körperliche Anlehnen braucht er alles nicht. Siegen zurückschlagen braucht er, glaube ich, auch nicht. Ich glaube nur, das Fire Drain ist wichtig. Körperlich annullieren, Feuer verstecken braucht man gar nicht. Siegen zurückschlagen machen wir noch. Konzentration, den Kräften, jo. Okay, Nummer 1. Alter! Komm, deswegen speichere ich, liebe Leute, Mann. Weil dieses Spiel so bullshittig ist, Mann. Weil es so ein ätzendes Kackspiel ist, Mann. Kleiner Lavenzer holt die Ketten und Säge raus. Dieses mit diesen Fusionen, dass die schief gehen können, genau dafür muss man immer speichern. Oh, ich hab Belial. Oh. Ja, komm. Du, ich lade ihn heute. Du musst es mir gar nicht zeigen. Ja, das Glück ist eben nicht auf meiner Seite. Alter, dabei habe ich niemanden Fusionsalarm. Aber deswegen, Leute, Mann. Ich sag's euch, Mann. Als ich da meine ganzen Personas fusioniert habe, also im originalen Persona 5 musste ja für Platin-Trophy, musste man ja alle Personas zusammen fusionieren. Und jetzt. So habe ich da auch die ganze Zeit gelacht, Mann. Wenn da immer sowas passiert ist. Also versuchen wir es nochmal. Marda und so. Und ein bitterlicher Zorn. Segen zurückschlagen, nicht Brandboost, Feuerentzug und dann kriegst du von mir aus. Nun, die Hölle ist echt cool. So, und Handcraften. Lebelate ist immer gut. Geht ja doch. So. Also, Fafnir, sehr schön. Interessiert mich nicht, komm. Oh, geil. Nuklearversteckung. Boah, nette Skills hat der. Nuklearanzug, aber das ist das Wichtige. Dann machen wir den Kräften weg. So. So, dann müssen wir. Jetzt wird es interessant. Muss ich da jetzt hier schnell mal Lucky Lucky machen, oder? Ich kann ja jedes Spiel mit meinem Satan hier durchspielen, nur mal so. Nein, kein Mensch mag ihn. Fafnir? Gute Frage, mit dem ich das jetzt zusammenfusionieren muss. Muss ich auf meine kleinen schlauen Zettel hier schauen? Auch bekannt als Google. Also, die habe ich alle nicht. Okay, dann passt. Dann muss ich mir jetzt. Ich hoffe, den habe ich überhaupt. Ich hoffe, ich habe den jetzt schon so fusioniert. Ansonsten müssen wir das irgendwann anders machen. OPQRSTU. Udiel? You wish to summon this persona. You may take it with you then. So. Perform. Make your selection. Also Uriel mit Fafnir. Do you wish to fuse this? Genau, zu Futanishi. Aber wie viel Geld das kostet. So, unerbitterlicher Zorn. Wie gesagt, körperlicher Schaden ist wichtig. Dann machen wir hier wieder Nuklearanzug brauche ich. Blut zurückschlagen, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das brauche ich auch. Also dann zumindest den Feueranzug brauche ich noch sicher. Segen zurückschlagen, körperlich. Wird das ausweichen gegen alle magischen Angriffe bis auf Allmacht? Das machen wir auch. Oder, nein, brauche ich das nicht. Ich glaube, das habe ich jetzt irgendwas habe ich jetzt verkackt. Warte mal. Hey, ich habe jetzt was verkackt, aber egal, das ist nicht so schlimm. Brauchen wir nicht unbedingt. Also, zack, dann machen wir hier Nuklearanzug. Das passt schon. Dann machen wir Flut zurückschlagen, Segen zurückschlagen und Feueranzug. Das ist das Einzige, was richtig wichtig ist. So.
Okay, haben wir den. Komm, weiter, Ansturm. Ja, ja, ich brauch. Ist mir wurscht, Mann. Ach komm, tu doch einfach deine Skills hier verlernen. So. Leit den Treffer, aber senkt den Schaden um die Hälfte. Okay, das ist eigentlich nicht das Skill. Machen wir das mal so. Okay, und wenn ich jetzt. Schauen wir kurz mal. Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, ob das jetzt so klappt, wie ich mir vorstelle. Also, ja, ich habe den. Ich weiß, dass ich ihn habe. Also, dann machen wir es anders. Wen will ich upgraden? Ach, mein Raphael. Raphael, oder ist er? Oder Trompeter. Trompeter ist cool. Ich glaube, ich. Nee, mach mal einen Raphael. So. Nein. Oder kann ich hier was Nettes fusionieren? Hatsu. Oh, den kenne ich. Den machen wir. Baal? Ah, aber Baal mag ich. Nee, dann kannst du mich mal kreuzweise. So, dann nehme ich meinen Baal und öffne hier gleich mal. Nein, komm, was sind wir jetzt hier? Gleich haben wir es, liebe Leute. Gleich haben wir es. Besonders Stärken? Ja, nicht Yoshitsune, sondern... Oh, dann machen wir einen Vishnu. Der ist nämlich auch nice. Ja, machen wir das und auch von Yoshitsune. So. Auf Wiedersehen, Yoshitsune. Und gleich machen wir dann Godlike Yoshitsune. Komm. So, Ringle, Ringle, Ringle. Level 91. Heftiger Schussschaden bei allen Gegnern. Ah, 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 das ist ein geiler Skill. Senkt die Persistenz. Ah. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache ihn aber nur physisch. Mir wurscht, das passt schon. So, ein begabter Schüler. Erhöht die Chance bei Kitchen Treffen? Nö. Also, und jetzt versuchen wir es nochmal. Persona stellen. Persona-Fusion. Komm schon, Yoshitsune. Also. Also, wenn es jetzt so klappt, wie ich mir vorstelle, müssen wir eh jetzt kurz nochmal rausgehen. Erhöht den Schaden bei Angriffen des Gegners. Unerbittlicher Zorn, das brauchen wir. Okay. Und jetzt schau dich an. Also, wir machen Psy-Entzug, Nuklearentzug. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Fluch zurückschlagen. Windentzug, Eisentzug. Und damit seht ihr, ist er gegen alles dann immun. Das machen wir aber, das machen wir natürlich dann erst mit, wenn wir die Möglichkeit haben, hier eine stärkere Fusion durchzuführen. Da brauchen wir jetzt erst wieder einen Alarm. So, den triggern wir jetzt nämlich ganz schnell und dann geht's weiter. Und damit haben wir dann den mächtigsten Person im Spiel. Und mit dem hat man das Spiel gewonnen. Also, wie gesagt, Yoshitsune ist unsterblich. Das Einzige, was ihnen noch schaden kann, sind Gegner, die nur Almighty-Attacks machen können. So, ansonsten schauen wir jetzt mal auf unsere Party. Oh, unsere Party ist viel zu groß. Kann ich eigentlich Futuball als Neff rausführen? Also, wen brauche ich in meiner Party? Ruji brauche ich, ganz wegen meiner Party. Mako-chan, weil sie mein Girl ist. Und soll ich mal Sumire einpacken? Packen wir mal für den Anfang Sumire. So, ich mag zwar über Yusuke und ich werde wahrscheinlich für die großen Bosse dann wieder Yusuke reintun, aber trotzdem, aktuell können wir sie mal reintun. Und wir müssen mal ihre Kostüme ändern, oder? Was? Gibt's ja nicht. Kann ich hier Kostüme ändern? Was für ein Bullshit. Also, keine Schatten. Oh, ich will aber Schatten. Ich will doch nur meinen Godlike Yoshitsune fusionieren. Lasst mich doch in Ruhe. Wird wohl nichts, oder? Geht nur noch ein bisschen weiter. Violet, du kommst klar so weit. Ey, schaut euch mal an, was wir inzwischen für eine Gruppe haben, Mann. Also unsere N, Maxi und Ryoshi und Morgana vielleicht noch. Schaut euch an, was wir für Schlagkraft inzwischen haben. Yes. Ja. Tut mir leid, ich fühle mich einfach ein wenig merkwürdig. Mein Outfit. Geht es dir wirklich gut? Seht, jetzt sieht sie auch wieder ganz anders aus. Jetzt sieht sie wieder wie Yoshizawas. Ich war nur kurz unkonzentriert. Na, mir geht's echt gut. Sorry, dass ihr euch gesorgt habt. Das ist schön und gut, aber bremst uns sie nicht aus. Wenn du dir mehr abverlangst, als du vertragen kannst, bringst du die Leute auf deiner Seite auch in Gefahr. Gegner Mamasch. Sie sind schnell. Keine Ahnung, was sie sind, aber wir sollten uns beeilen. Sollen wir weitermachen? Sobald die Lage kippt, ziehen wir uns sofort zurück. Bis dann halten wir euch so gut wie es geht den Rücken frei. Jetzt komme ich mich Gegner. Ich möchte mich prügeln hier. Komm, wo sind sie? Wo sind jetzt meine Gegner, Mann?
Sebastian! Violet! Sondrion! What? Her personas! Not on my watch! Please, stay back! I appreciate it, but allow me. I chose to stand on my own and fight. It's time I stopped being helpless. I hung my head low and took your hand. But I knew all along, deep down, pretending to be Kasumi was not the right way. The weak, insecure spirit dies today! Violet! You were the one, the only one who stayed true to yourself! Come, Sondrion! If you don't answer my call now, how else can we make our dream come true? Such tenacity. It seems to fit you better than ever before. The glass slippers are the icon of glory. Not just for you, but the other girl within you as well. I am thou. Thou art I. Are you prepared for your debut? The ball awaits. Certainly. That's it. I'm done running from myself. Yeah, you tell him! Go Violet! Give him hell! Yes! Let's do this, Sondrion! Let's dance! Shove him, Sondrion! All enemies are down! Thank Violet! Payback time! Beat him up! A perfect 10! Sorry for troubling you. I'll be fine now. You were as impressive as always out there. Well done, Violet. Thank you. I still have a lot to learn, though. I promise I'll do my best not to slow you down. Come on, you don't have to be so formal with us. Sorry. And the same goes for you too, Joker-senpai. I hope you'll still be there for me. Thou. Thou art I. My vow stands renewed in pursuit of the truth. In breaking free of doubt, the chain that impedes thee is thy strength of heart made manifest. With the rebirth of the faith persona, thou hast obtained the winds of blessing that shall guide thee to the furthest depths. Alright, let's kick some ass! Yes, let's press onward! Yes. Gegen diesem Hinterhalt seltsam benommen. Tja, wir wurden durch den Mangel gedreht. Ah, wir haben eine Mission. Sehen wir uns die Tümer genau an. Ja, stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Schön auf der WT-Sauer hier. Ich habe mich umgesehen, aber es sieht nicht so aus, als gäbe es noch einen anderen Zugang. Für die Tür braucht man ID. Aber das Schloss bedeutet, dass da was Wichtiges drin sein muss. Holen wir uns eine ID. Aber zuerst brauchen wir einen Hinweis. Hm? Oh, seht mal. Ja, der Hinterhalt ist gescheitert. Jetzt untersuchen Sie das Autorisierungsgerät. Aber ohne ID-Karte werden Sie nicht weit kommen. Hier ist die Endstation. Was geht da ab, Oracle? Ich habe eine Kommunikation zwischen den Schatten abgefangen. Unsere ID-Jagd ist endlich beendet. Der Schatten ist da drüben eine. Deine Schnüffelei, ich meine deine technischen Fähigkeiten, werden mal wieder sehr nützlich. Ich habe den Schatten gar nicht gesehen. Ja,
Er weiß wohl nicht, dass wir ihn gehört haben. Lock ihn doch in einen Hinterhalt, um die IT zu bekommen. Aber von hier drin kommst du nicht an ihn ran. Du musst hinterherum durch das Auditorium. Yes. Verstanden. Wir müssen den Gang da vorne nehmen. Los. Also... Nicht da lang, sondern da hinten, oder? Da ist doch das Auditorium. So, okay, Leute. Jetzt hat sie ihr zweites Awakening hier gehabt. Hatten wir auch noch nicht. Oh, schade. Schade, ich dachte, ich kann mal wieder kämpfen. Aber okay, ist auch nicht so schlimm. So, dann gehen wir ziemlich da zurück und... Da ist dann das... Also ich glaube, das ist doch das Auditorium, oder? Au. Ich kann nicht verlieren, liebe Leute, Mann. Es tut mir echt leid, Mann. Die Sonne kommt. Immer wenn ich schlecht spiele, Mann. Naja, okay. Danke, Fudeborn. Für die Rettung. Ah, Leute, Mann. Das, genau deswegen will ich hier eigentlich nicht unsere Standardkleidung haben. Weil die Musik, dieses You Never See Me Come, das ist, finde ich, echt ein, also relativ langweiliges Persona Battlefield. Brauche ich wieder andere Klamotten. Tut mir leid, liebe Leute, aber Image ist alles, Mann. Wo ist es wieder? Man, that was easy. Keine Ahnung, was das schon wieder ist. Oh, war dein Gegner? Ja! Okay, machen wir gleich. Aber jetzt muss ich erstmal die Musik testen. Gangster! Join my course. Na, ich glaube, die hab ich schon. Wurscht, brauche nicht. Disco, Disco, hey, hey, Disco, Disco, die Musik ist so cool. Jetzt bin ich schon wieder, oh mein Gott, ich hatte doch schon die Jagd. Welche Klamotten ich anziehen darf. Und welche nicht. Ach, ich weiß wieder, was ich brauche. Die hatte ich schon lange nicht mehr und die Musik ist so badass. Bla, 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 bla. Ja, ja, so komm ich, hey. Nein, 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 nein. Wo ist es, wo ist es? Aha. Samurai-Tracht. Schattentracht, Meteor-Universum. Ja, genau, das da. Das ist meine. Die Uniform sieht zwar kacke aus, aber die Musik ist so bad, dass die dann kommt. Also, gehen wir da hoch. Dann gehen wir jetzt erstmal im Velvet Room. Ich hoffe, ich kriege noch einen Gegner davor. Nö? Okay, gut. Wenn ihr alle keinen Bock habt, dann habe ich auch keinen Bock. Und jetzt, liebe Leute, ist es Zeit, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ab diesem Moment müssen wir nicht mehr kämpfen. Deswegen hoffentlich können wir einfach nur noch ganz viel Random Encounter-Schmarrn machen. Einfach so bam, bam, bam. Und die punchen wir dann alle einfach mit einem Schlag weg. Weil... An diesem Moment haben wir uns in Godlike Yoshitsune fusioniert und es gibt nichts Besseres in diesem Spiel. Man kann Saturnal fusionieren im New Game Plus, der mächtigste Person, also den stärksten Angriff hat, aber selbst, also man kann, ich glaube, der hat, ich glaube, Saturnal ist sogar gegen alles, also nicht immun, aber er hat halt keine, also er hat gegen alles eine Resistenz, also der ist mindestens genauso stark, aber, jo. Also, oh, ich kann auch Lucifer, na, könnte ich noch nicht. Lucifer ist auch badass. Metatron, oh, Metatron. Also, Yoshitsune. Und jetzt, liebe Leute, geht's richtig los. Also, unerbitterlicher Zorn, damit sein physischer Nahkampfschaden besser wird. Dann machen wir hier, also, absorbiert Psi. Nuklear. Findet den Status-Effekt manipuliert. Konter Fluchschaden. Segen bräunet. Windentzug. Eisentzug. Jo. Okay. Klar, mein Geld. Und damit ist das Spiel vorbei, Leute. Wir haben Yoshitsune in seiner mächtigsten Form. Und jetzt schaut euch mal an, was er geht. Jetzt müsst ihr gegen alles außer Schusswaffen immun sein. Und wie gesagt, damit ist das Spiel vorbei. Nein. Ich will alles überlassen. Damit ist er auch noch Level 93. Letztes Gefecht. Verringert Trefferrate allen Gegnerangriff deutlich außer Allmacht, wenn umzingelt. Brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Hasser Tobi. Schnelle Heilung ist auch ein CT-Holung. Jo, machen wir auch statt Ziodan. Elektroverstärkung brauchen wir nicht. Und Hasso Tobi erlernt er erst im nächsten Level. Das ist das einzige Unschöne. Ich hoffe, das kann ich jetzt noch machen. Wird wahrscheinlich nicht klappen, aber das ist mir wurscht. Komm. Schmeiß mal rein. Schmeiß mal eine Chimäre dem vor. Es hätte ruhig klappen können. Ja gut, dann nett. Oder hat es jetzt geklappt?
Wahrscheinlich nicht so stark, oder? Aber komm, Hauptsache ein bisschen. Hauptsache, dass er auf Level 74 geht. Das wird mir schon lang. Ja, das hat nicht gelangt. Okay. Gut, dann halt nett. Aber dann haben wir es und wie gesagt, jetzt ist das Spiel vorbei. Wir brauchen jetzt nur noch Hasso Tobi mit ihm lernen. Das sollte man auch relativ schnell hinbekommen, wenn wir ein paar Encounters haben. Jo. Auf der anderen Seite habe ich natürlich für den Fall der Fälle, dass ich mal meine Party heilen muss, Ishtar. Die auch super, 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 super cool ist. Weil sie halt alle heilen kann, weil sie die eine Fähigkeit hat, dass sie immer nur einen Zug hier von Statusveränderung gehabt ist und alle ihre Fähigkeiten nur halb so viel SP kosten. Also Ishtar liebe ich auch, Mann. Die ist so cool, Mann. So, ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig, aber ich glaube es aktuell nicht. Für mich ist das das Auditorium. Doch, das könnte schon richtig sein. Ja, mehr Friender. Wo bist? Für Erfahrung, meine guten Freunde, ich will ein bisschen kämpfen. So, dann da lang. Zack, zack, zack. Es ist nicht mein Gegner da. Beim letzten Mal war hier noch ein Gegner. Hallo, Gegner. Oh. Gegner, hallo. Oh. Tut mir fast in der Seele leid, Mann. Jo. Knackt den Dietrich. Eine neue Waffe für einen, oder? Was haben wir da? Reinigungsbär, okay. Auch in Ordnung. So, zum ersten Mal hat Yoshi Sauer mitgeschaut. So, das ist der Raum, wo wir beim letzten Mal ja dieses unschöne Gespräch mit ihm hatten. Komme ich da her? Jo, da komme ich sicher her. Ich glaube, ich bin jetzt übrigens falsch gelaufen. Bin ich jetzt echt falsch gelaufen? Nein! Kacke. Das ist natürlich doof. Aber okay, immer noch mal die eine Kiste holen können. Man kann nicht alles haben, liebe Leute. Man muss irgendwo anfangen. Okay, haben wir uns hier das Reinigungsspray geholt, was wir wahrscheinlich niemals einsetzen werden. Aber für den Fall der Fälle, dass wir es jemals brauchen, haben wir es. So, das Einzige, was ich jetzt noch kaufe, weil ich faul bin, das nächste Mal, dass ich zwei SP-Heil-Items kaufe für unsere beiden restlichen Party-Mitglieder. Und dann können alle hier SP-Heilung machen, ohne dass ich die Items ständig wechseln muss. Weil der Max, ihr wisst, er ist sehr faul und er hat keinen Bock, hier immer das manuell hier umzuswitchen. Deswegen hier kann Yoshizawa auch keine SP-Moves machen. Ja, ah nee, das interessiert mich nie, Virus. Ich dachte jetzt hier, das Schmarrnspiel. Naja, okay, liebe Leute, man kann ja alles haben. Ich dachte schon, wir jetzt mal schon mal Yoshi zunehmen. Okay, liebe Leute, dann machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit Persona 5 Royal. Ich tue hier noch ein paar Schotten zerstören, die Doktoren angreifen. Und dann würde ich mal sagen, geht's dann beim nächsten Mal weiter mit Persona 5 Royal und wir holen uns dann die Karte. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.